Herzlich willkommen. Ich wollte nur eine ganz kleine Aufnahme machen, um zu gucken, ob ich alleine gegen ein Geisterschiff ankommen kann. Es wird mehr als schwer. Das weiß ich natürlich. Aber ich würde es natürlich trotzdem versuchen, nicht? Auf geht's. Ja, wunderbar, wunderbar. Das war ja professionell. Hoch drei. Scheiße hier, und das nervt mich, Alter. Natürlich, von wegen, da schlafen alle ein. Was für ein Scheiß ist denn das bitte? Mal ganz ehrlich, ne? Ja, jetzt muss ich vielleicht auch mal reparieren, ne? Ja, das war klar. Ich mag Herausforderungen. Ich mag Herausforderungen. Boah, das wird jetzt zum Schluss geben. Den besten Winkel hier. Und ich hab doch Kanonen geladen, Mann! Jetzt bin ich schon wieder. Alter, das ist wirklich Kacke gemacht. Mann, Alter, ich sag, also sowas hasse ich. Ja, du geh doch da ran da jetzt. Los jetzt. Meine Fresse. Und dann machen wir. Das ist ja auch noch was. Machen wir das mal anders. Strategie ändern. Oh, jetzt ist der auch noch kaputt. Meine Fresse da. Ja, komm, 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 komm. Kurz was essen. Nur gucken, ob die mir hinterherkommen. Man muss natürlich auch ein bisschen Fahrt aufnehmen. Ich sehe jetzt nichts. Kommen wir nicht hinterher? Ans Ruder, Junge. Alter. Thank you.
Es sinkt und wir auch. Nein, zurück. Komm, komm, komm. Eins will ich noch machen. Alter. Das sinkt ja doch nicht. Wie mein. Okay, das war das Stärkste. Komm schon, 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 komm schon. Alter, was soll denn das? Alter! Das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir. Nein! Jetzt hat er aufgehört hier. Alter, das sind starke Treffer hier. Komm schon. Und weiter geht's. Ich hab nicht mehr genug Kuchen. Kugeln. Auf zu schreiben, Junge! Mann! Ja, 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 komm, 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 komm. Ah, schon wieder. Wo denn? Mich jetzt verarschen? Da. Nach da ganz vorne. So. Ja, 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 ja. Ja, na komm. Schnell, 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 schnell. Oh! Das passt aber ganz gut. Ich brauche mal ganz kurz Bretter. Sehr schön, da waren noch welche drauf. Das ist alles geplant hier, alles geplant. Alles geplant, alles geplant. Ja, 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 ja. Oh, Alter, meine Fresse. Ja, natürlich auf einmal zwei. Meine Güte. Halleluja, du. So. Natürlich. Weißt du, kannst du mich mal. Spatz dir, ey. Wir müssen leider da lang. Dann machen wir nochmal hier auf Altmast. Reparieren wir mal den restlichen Kram. Ich würde nämlich gerne wegbomben. Mit Fässern. Die Frage ist, ob wir das hinbekommen. Wir versuchen es. Komm.
Come on, come on, come on. Ach, jetzt ist Sache. Moin. So, mal gucken, ob das geholfen hat hier. Respawn-Zeit wird natürlich ein bisschen dauern, aber ich hoffe, die sind genug beschäftigt, damit ich, naja, mein Schiff reparieren kann und dann gucken wir mal, ne? Jetzt wird spannend. Ist mein Schiff gesunken? Oder schaffe ich das noch? Drei, zwei, eins. Jo. Dann gucken wir mal. Nein, ich bin immer noch am Kämpfen, oder was? Okay. Das sieht aber gut für mich aus. Sieht aber gut für mich aus. Und das gleiche doch nochmal. Als es geht. Oh, hallo, Freunde. Ja, das hilft euch auch nicht mehr. Komm schon. Okay, das wird jetzt... leider wieder wohl runterspringen. Moin, komm jetzt! So, jetzt ist es aber sinkender. Solo gegen ein Geisterschiff. Haben wir es jetzt geschafft? Oder nicht? Es sieht gut aus. Es sieht sehr gut aus. Er ist ein bisschen tricky. Und ich glaube, ohne Pulverfass ist das wirklich auch schwer. Also ich habe sie zwar gut getroffen, aber natürlich sinkt unser Schiff auch schnell. Die Frage ist, haben wir es geschafft? Nein, noch nicht. Doch. Wir haben es geschafft. Nur, wo ist es? Wo ist es hin? Ja, da bin ich mal ganz kurz zurück, denn ich habe nicht unlängst das Schlacht, sag ich mal, des Schlachtortes hier die Vögel entdeckt und bin runtergetaucht. Und es scheint das Wrack zu sein. Also es kann natürlich auch irgendein Frag sein, weil ich bei der Hinfahrt auch eines gesehen habe. Aber hier, das würde halt gut passen, weil das Schiff ja auch ein Loch, Riesenloch hatte an der Seite, bei der Kapitänskajüte. Ja, aber das, ja. Außergewöhnliche Materialien sind drin. Ich glaube, Gewürze waren noch drin gerade, habe ich gefunden. Gefunden. Ja, immer auf der Arbeit. Auch ein Trick, wie man schnell auftauchen kann. Einfach die Kiste loslassen, die schwimmt sowieso selber nach oben. Da ist sie schon. Das Ding ist nur, das ist echt weit unten. Und was man hier nie vergessen sollte, ist, wenn man dann schnell Geld haben will, Fische. Guckt hier unten
Die sind meistens hier unten eigentlich nur. Fische, guck dir da, Alter. Okay, das ist schon, hat sich schon gelohnt. Den nehme ich jetzt mal nicht mit. Weil ich gleich aufhören möchte. Einmal schnell durchgucken, da ist noch was. Ja, ich weiß. Okay, ist nichts mehr. Alles klar. Komm, raus. Den kriegen wir trotzdem noch mit. Alles gut. Loslassen und hoch. Es wird knapp, aber nicht so knapp. Ja, nein, nicht den Fick! Warum wählt er mal das letzte aus, was man hat? Ganz ehrlich, was soll der Scheiß, Mann? Ja, wähl den noch aus, obwohl du Kokosnüsse hast. Ja, kotze erst mal los, du. Blöder, nimm doch den! Weißt du, der hat die Kokosnuss und dann... Ja, schön unter Wasser kotzen, ey. Hast du auch verdient. Spaß dir, ganz ehrlich. Dumm kann man sein. Mann, ey. Ah, noch welche drin. Haben wir hier noch was? Nein, nicht da. Da ist eine Kolonkugel nur, alles klar. Wir haben Viecher. Da haben wir noch zwei Fische. Lass ich die Kokosnuss da. Da ist nichts mehr. Ja, sonst haben wir nichts. Alles klar. Gut, dann haben wir ja doch noch ein paar Fische gefunden. Das ist alles gut. Aber ich habe bestimmt den teuren Fisch gegessen. Also. Nein. Ja, ja, nun bleib mal halb lang. Bleib mal halb lang hier. So, und jetzt holen wir noch die andere Truhe, die da war. Also, es scheint das Wrack zu sein. Bei den Kleinen weiß ich. Die droppen das von alleine, wenn die gesunken sind, dann gehen die Schätze nach oben. Ja, nö, das ist nichts wert. Aber bei den neuen, oder bei den größeren eher gesagt, na toll, eine billige Truhe. Wow. Wow. Magere Ausbeute. Also da bringen die kleinen Geisterschiffe meist mehr. Naja, gut. Nee, den Fisch nimmst du jetzt nicht. Alter, wie steht Rambo? Nee, das Schiff aussieht, ne? Meine Güte. So, ich tue jetzt mal alles hier hin. So. Moin, Ei. Ich, das war ein Fehler, ich weiß. Ich glaube, ich schaffe es noch. Usa. Mal ganz kurz was essen. Ganz kurz was essen. Wir können einmal hier. Den hier. Da drauf legen. Dann. Die brauchen wir nicht. Dann so Bananen essen hier. Willst du nicht. Nimm doch die andere Banane! Sag mal ganz ehrlich, was ist das für ein Spiel? Ich habe eine Banane, aber jetzt nehme ich den Fisch. Ja, er kotzt gleich wieder. Boah, das sind also Piratenhirn in allen Ehren, aber das, Alter, das grenzt schon an hirnlos. So, und das ist unsere Ausbeute. Für ein großes Piratenschiff. Seltenen Tee. Kiste mit außergewöhnlichen Materialien. Dies was wert, aber sonst alles andere. Ja, da bin ich nochmal kurz. Ich wollte nochmal ganz kurz nochmal erwähnen, wie viel ich denn dadurch jetzt bekommen habe. Und das sind ungefähr um die 3500 gewesen. Das ist also echt eine magere Ausbeute für so ein großes Schiff. Und ja, jetzt aber wirklich
vielen Dank fürs Zuschauen und jetzt kriegen wir den Abschluss, was ich immer gerne mache, wenn ich eine Fahrt wirklich beende und die natürlich dabei habe. Jage ich mein Schiff gerne in die Luft. Also macht's gut, habt einen schönen guten Morgen, guten Abend und eine gute Nacht. Ach ja. Macht's gut. Danke, dass du so durchgehalten hast. Auch wenn du ramponiert aussiehst. Ich freue mich aufs nächste Abenteuer. Bis dann.